Hi, ich bin Anna XO und meistens ziemlich homo. Und nicht zu vergessen, auch noch super, super schön. Ich versuche Frauen aller Größen dazu zu motivieren, sich selbst zu lieben und zu sich zu stehen. Aber heute sprechen wir über super spannende Themen wie: Ich treffe mich deshalb noch mit einem Typen nur für Freundschaft plus. What? What the fuck? Oh, na, hast du nicht gesagt. Abonnieren, liken nicht vergessen. Gracias. Und ich würde sagen, viel Spaß. Leute, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Oh. Axel und ich. Axel ist mein Freund, für alle, die es noch nicht wussten. Hallo! Oh, Axel und ich haben uns überlegt, dass ihr uns Fragen stellen konntet bei Instagram, zu denen ihr eine Antwort von Mann und Frau haben wollt. Ich will heute von euch wissen, nach dem wievielten Date ihr mit einer Person intim werden würdet. Schreibt mir das unbedingt unten in die Kommentare, oder würde ich sagen, let's go. Warum sind Männer so schnell genervt, wenn man mit ihnen über ernste Dinge sprechen will? Ich bin nicht genervt, wenn man über ernste Dinge sprechen möchte. Du hast doch mal mit anderen Männern geredet, oder? Also, es gibt doch voll viele Männer, die eigentlich gar nicht über Gefühle sprechen, oder? Also, ich denke, weil viele nicht gelernt haben, über Gefühle zu reden und deswegen lieber dem halt einfach aus dem Weg gehen. Die haben keinen Bock auf Stress. Glaube ich auch. Ja. Alles klar, danke, dass ich für euch Männer antworte. Vielen Dank, Axel. Wohne mit meinem Freund zusammen und er lässt immer seine Sachen irgendwo liegen. Stört mich sehr. Tipps. Boah, was ich immer mache, immer gerne, wenn du irgendwas rumliegen lässt oder so, ich tue dir das irgendwo hin, wo es dir sofort auffällt. Schön präsent auf deinen Schminktisch, weil du da jeden Tag dran musst. Yo! Das ist mir noch nie aufgefallen, aber es... Aha. Ja. Okay, hat gewirkt. Erziehungsmethoden. Ja, man muss dazu sagen, Axel ist tatsächlich ordentlicher als ich. Und ich habe halt mehr Kram, weil ich halt hierhin alles geliefert bekomme. Aber ja, guter Tipp auf jeden Fall. Was mache ich? Ich sage immer, hey, räum mal das auf. So, oder? Ja, aber irgendwann wirkt es ja nicht. Irgendwann. Stimmt, bei dir wirkt es aber noch. Ja, noch. Ja, wir. Ja. Okay. Was tun gegen Eifersucht? Einfach offen ansprechen. Du, hey, sagen der anderen Person, ich bin gerade eifersüchtig aus dem und dem Grund oder ich bin eifersüchtig und lass uns mal darüber reden. Ja, aber was ist, wenn zum Beispiel dann der Typ sagt, boah, nerv mich nicht damit, finde ich voll kindisch oder irgendwie, weiß ich nicht, also wenn er so gereizt reagiert, meinst du dann gibt es einen Grund oder die Person ist einfach ein bisschen... Oder ich glaube, dann gibt es einen Grund, weil wenn man versucht, jemandem das irgendwie vernünftig zu erklären, du, pass auf, es ist mir gerade wichtig, mit dir darüber zu reden und ich möchte, dass du das ernst nimmst, dann sollte jeder Partner eigentlich vernünftig sein und auch da mal zuhören. Ja, ne? Ja, sehe ich auch so. Sonst ist der Partner leider kacke. Habt ihr ein Problem damit, wenn euer Partner euer Handy nimmt? Also praktisch, wenn wir unser Handy nehmen? Nö. Nö, ne? Also das Ding bei uns ist, wir kennen den Zugangscode des jeweils anderen, aber es ist eigentlich nicht so, dass wie jetzt irgendwie in den WhatsApp, in die WhatsApp-Verläufe, genau, vom anderen irgendwie ungefragt gucken oder so. Das machen wir nicht, weil gibt auch keinen Grund dazu. Spaß, oh Gott, das kam jetzt falsch. Ich würde es auch so nicht machen, wirklich nicht. Wirklich nicht. Ich habe es einmal gemacht, ne, aber na egal. Nee, ich würde es nicht machen. Ich würde, wenn ich irgendwie eifersüchtig wäre oder Bock hätte, da reinzugucken, würde ich dir sagen, hey, ich bin gerade voll eifersüchtig, kann ich mir deinen WhatsApp-Verlauf angucken? Und dann würdest du halt ja oder nein sagen. Was, wenn ich nein sagen würde? Boah, dann würde ich sagen, warum? Ja, aber nö, wir haben kein Problem damit. Ich finde das auch so komisch, wenn Leute so penetrant irgendwie oder so aggressiv reagieren, wenn man mal ihr Handy nimmt, weil man, keine Ahnung, gerade das Wetter sich angucken will und das eigene Handy ist im anderen Raum. Dann verstehe ich nicht, warum es zum Beispiel auch Männer gibt, die dann so, ja, so gereizt darauf reagieren. Da denke ich mir doch immer, da ist doch irgendwas. Oder die haben halt eine übertriebene Angst, kontrolliert zu werden, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wer nichts zu verheimlichen hat, der gibt auch sein Handy her. So. Ja, aber kann auch sein, dass man aus alten Erfahrungen, obwohl, ja, nee, keine Ahnung. Ach du, muss ich gerade sagen. Gefällt euch die Wohnsituation? Hattet ihr andere Erwartungen ans Zusammenleben? Zur Wohnsituation ist es, ja, schönes Eckchen hier, wo wir leben. Ne? Das Ruhrgebiet. Schönes Ruhrgebiet. Also Axel kommt gebürtig aus dem Ruhrgebiet. Genau, bin ja von dann nach Düsseldorf gezogen und dann von Düsseldorf wieder ins Ruhrgebiet. Genau.
Ja, Wohnsituation ist super. Also wie gesagt, das Viertel, wo wir hier wohnen, ist echt toll. Die Umgebung ist echt toll. An Erwartungen an Zusammenziehen, ich meine, ich wusste mich, worauf ich mich einlasse. Du wusstest, worauf du mich einlässt und alles entspannt. Ja, voll. Also klar gibt es jetzt am Anfang, weil es jetzt noch nicht so, wir haben uns noch nicht komplett, also das heißt aneinander gewöhnt, doch aneinander gewöhnt schon. Aber es gibt halt immer wieder mal neue Situationen, auch einfach, wenn man merkt, einer braucht vielleicht gerade mehr Zeit für sich oder so, dann kann es schon manchmal passieren, dass wir auch Streit haben, das ist aber völlig normal. Wir reden dann einfach darüber und versuchen jetzt nicht irgendwie super nachtragend oder sowas zu sein und dann, keine Ahnung, klärt man das und dann ist auch gut, also, ja, ne? Ja. Aber boah, kannst du mal aufhören, da rumzufummeln, das macht mich so verrückt. Na, ist egal, auf jeden Fall, nö, aber sonst ist das mega schön, finde ich, und haben wir alles richtig gemacht bislang. Date aktuell jemanden, aber er ist sich unsicher und ich treffe mich deshalb noch mit einem Typen nur für Freundschaft plus. What? What the fuck? Oh, na, hast du nicht gesagt. Nein, finde ich überhaupt nicht. Findest du das nicht so gut? Nee, auf gar keinen Fall. Aber er ist sich doch unsicher, dann seine Pech. Ja, warum spricht sie das dann nicht offen an direkt? Warum sagt sie, hey, habe ich keinen Bock drauf? So, entweder sagst du mir, woran ich bin, oder ich gucke mich anderweitig um. Ach so, warum macht man das heimlich? Ja, ja, verstehe. Ja, okay, das finde ich dann auch nicht so gut, den Aspekt. Ja, stimmt. Hallo. Nee, das stimmt. Den Aspekt finde ich auch nicht so gut. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, wenn der Typ dich zappeln lässt, so, man kennt ja seinen Wert oder sollte seinen Wert kennen. Und wenn ein Typ irgendwie null Investment dir entgegenbringt, dann mach, was du willst. Also das denke ich. Bist du größer als Axel? Ja. Safe nein. Doch. Auf gar keinen Fall. Du bist nicht größer als ich. Du bist, ja, ich kann mich darauf einigen, dass wir sagen, du bist gleich groß, aber größer als ich bist du definitiv nicht, nein. Mit Schuhen. Ich bin auch größer mit Schuhen. Ja, wir sind so gut wie gleich groß. Vielleicht ist er wirklich 1 bis maximal 2 cm größer als ich. Laut deinem Pass ist er ja 5 cm größer, was er... Nee, Quatsch, laut deinem Pass bist du... 1,82, was ich auch bin. 6 cm größer als ich. Ja, genau. Hm, natürlich. Wärt ihr bereit für Kinder? Boah. Wenn ich, also, was heißt bereit? Ist, wann ist man bereit? Ich meine, nie gefühlt. Ich wollte gerade sagen, erstmal gefühlt nie. Ja. Wenn es so sein sollte, dann ist es so. Ja. Ich würde jetzt auch nicht wollen, dass du irgendwie sagst, so, hey, ich will das Kind nicht bekommen. Mhm. Auf gar keinen Fall. Wenn ich jetzt planen würde, würde ich mir noch Zeit lassen damit. Genau, sehe ich eigentlich auch so. Was tun, wenn Eltern den Freund hassen und nichts mit ihm zu tun haben wollen? Selber schuld. Wer, die Eltern? Ja. Achso, ja. Dann würde ich mich ganz ehrlich wahrscheinlich eher sogar von den Eltern distanzieren. Weil die Eltern wissen halt nicht, wie gut jemand irgendwer wem tut, gerade wenn man halt jetzt nicht so das übelste enge Verhältnis hat zu seinen Eltern, ja, und die jetzt nicht jeden Tag gefühlt sieht, weiß man gar nicht, inwieweit sich das eigene Kind teilweise entwickelt oder so. Mhm. Also, ja, voll. Gibt immer solche Situationen. Ja. Jeder muss immer selbst für sich entscheiden, wie viel, beziehungsweise nicht wie viel, inwieweit man die Meinung gilt oder nicht wertschätzt, sondern man sich die Meinung annimmt, ne? Ja, genau, weil am Ende des Tages ist es halt dein Leben, beziehungsweise halt. Ne? Ja, voll. Ja, sehe ich auch so. Also ich finde, man kann sich schon anhören, was die Eltern sagen, weil oft haben Eltern ja schon vielleicht mehr Lebenserfahrung oder sowas, aber wenn man merkt, die sind einfach nur dagegen, um dagegen zu sein oder aus irgendwelchen Gründen, die, wo man überhaupt nicht hintersteht, dann würde ich mir doch nicht meine Liebe dadurch nehmen lassen. Was soll ich machen, wenn der Bart piekst, ich aber nicht will, dass er ihn wegmacht? In demjenigen Bartöl empfehlen. Genau, Bartöl oder Bartshampoo. Weil ich benutze immer Conditioner von Anna. Ja, den von Pomelo. Ja, der ist echt geil. Das ist wirklich gut. Der ist richtig geil. Ich wasche den Bart immer wirklich mit diesem Shampoo und dann auch mit dem Conditioner und das Ganze zweimal die Woche. Und dann gibt er bei mir an und sagt, guck mal, wie weich. Und dann muss ich immer fühlen. Ja. Sind Männer so schnell überfordert, wenn es ernst wird, oder ist das nur eine Ausrede? Ich glaube tatsächlich, es ist bei vielen Männern nur eine Ausrede. Ich glaube auch. Ja. Ja. Ich glaube, es gibt viele Männer, die einfach auch keinen Bock haben auf was Ernstes, weil die vielleicht auch etwas länger aus einer längeren Beziehung kommen oder irgendwie so. Und dann erstmal sagen so, nee, ich habe keinen Bock auf was Längeres. Oder ich glaube aber auch, dass Männer einfach dann zu feige sind. Die Wahrheit zu sagen und einfach auch nicht irgendwie in irgendwelche Verpflichtungen gehen wollen. Ja, und da wären wir schon wieder bei der allerersten Frage. Die haben keinen Bock auf Stress.
die ghosten dich dann lieber, anstatt dir zu sagen, hey, ich finde, es reicht bei uns leider nicht, wenn dich jemand wirklich gern hat und Gefühle entwickelt und so oder sich zumindest mehr vorstellen kann, dann egal wie anstrengend oder irgendwie wie viel es wird, der Mann wird versuchen, da dran zu bleiben. Also kann mir keiner erzählen, dass er sagt, oh, ich mag dich, aber nee, tut mir leid, es ist mir jetzt zu anstrengend. Deswegen glaube ich, reicht es einfach von vornherein nicht. Jetzt ist die Zeit gekommen, um dem Video einen fetten Daumen nach oben zu geben, ne, oder? Ja, genau. Nee, jetzt ist wirklich die Zeit gekommen, Leute. Also gebt dem Video jetzt einen fetten Daumen nach oben, darüber würden wir uns freuen. Und vor allem, wenn ihr Bock auf mehr Videos mit Axel und mir habt, auch wenn er immer nur so ein bisschen im Background ist, aber ihr hört ihn ja. Hier in der Seite gibt es dann noch ältere Videos von mir und hier oben könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Und vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer schöne Benachrichtigungen bekommt, wenn ich hochlade. Und dann würde ich sagen, wünschen wir euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.